Das Museum Art in Grasenzingen präsentiert seit 1. Juni 2017 eine neue Ausstellung. Wieder einmal wird die Kunst durch klassische Fahrzeuge faszinierend ergänzt. Die aktuelle Ausstellung Pop Art in Cars, James Francis Gill, gilt derzeit als bedeutendste Museumsausstellung Europas. James Francis Gill wurde 1934 in Tacoma, Texas geboren. Seine Werke prägten die US-amerikanische Kunstszene der 60er Jahre. Seine Werke wurden zeitgleich mit Andy Warhol, Edward Hopper und Roy Lichtenstein ausgestellt, allesamt prägende Künstler der Pop-Art-Szene. Gills Werk Marilyn Triptych ist im Museum of Modern Arts in New York ausgestellt. Die Ausstellung über James Francis Gill im MAC-Museum zeigt eine umgreifende Zusammenstellung seiner frühen Werke, die noch nie außerhalb der USA gezeigt wurden, und auch das bislang größte Marilyn Monroe-Porträt. Dieses Werk und ein Bild eines Silberpfeils malte Gill exklusiv für diese Ausstellung. Als Ergänzung zur Kunst werden Fahrzeuge ausgestellt, die mit dem Leben Gills sowie seinem Herkunftsland in Verbindung stehen oder von ihm als Sujet ausgewählt wurden. Neben der amerikanischen Automobillegende Ford T ist auch eine Corvette C1 zu sehen, wie sie der Künstler selbst besaß. Zeitgleich fuhr Gills Freund, der Filmschauspieler John Wayne, ein identisches Modell. Außerdem zu sehen ein pinkfarbener Ford Thunderbird, passend zum Konterfei Marilyn Monroes. In einem Raum steht ein Volkswagen Käfer, der mit einer von Gill gestalteten Folie beklebt wurde. Im Dunkelraum sind drei Indianapolis Indy 500 Rennwagen inszeniert. Der Lucenti, Curtis Craft und Mercedes-Benz sind zwar nie in einem Rennen gegeneinander angetreten, werden aber durch die Atmosphäre und die Bilder von Gill perfekt miteinander verbunden. Erstmals wird eine Ausstellung im MAC-Museum Art & Cars durch Motorräder ergänzt, mit der Marke Indian als Sinnbild für die amerikanische Freiheitsliebe. Die spektakuläre Ausstellung im MAC-Museum Singen Pop Art & Cars James Francis Gill läuft vom 3. Juni bis 5. November 2017.